Ja, liebe Zuschauer, wir haben es eben schon angesprochen, das Thema Kultur, gerade was die Förderung betrifft in Berlin, das ist ein spannendes Thema, vor allen Dingen ist es ein vielfältiges Thema. Es gibt so viele Möglichkeiten, da anzusetzen. Gregor, wir haben auf der anderen Seite ein sehr, sehr gutes Modell, was wir gerade sehen im Tourismus, wie einzelne Bezirke gestärkt werden können. Das ist 2 Jahre lang sehr intensiv zwischen dem Berliner Senat und Visit Berlin etabliert worden, indem man nämlich Mittel aus der City-Tax verteilt hat an alle Bezirke gleichzeitig. Und somit hatten mittlerweile die Bezirke gestärkt, dass sie im Tourismus sich etwas mehr persönlich auch engagieren können. Ist das nicht ein Modell, was man auch in der Kultur auch jedem Bezirk zusprechen könnte? Ja, das ist zwingend erforderlich, dass wir das auch in Berlin machen. Vor allen Dingen muss man wissen, dass Treptow-Köpenick für den Tourismus auch wichtig ist. Und wenn dann irgendwann mal in einem Herbst, das weiß ich genau, bloß das Jahr weiß ich nicht, der Flughafen eröffnet werden sollte, dann wird das eine noch andere Relevanz bekommen. Weil da gibt es zum Beispiel viele Fluggäste, die sind dann, müssen 3 Stunden warten, bis der nächste Flug ist. Da kann man ihnen ein bisschen mit einem Angebot das alte Treptow und Köpenick zeigen und dann wird das für sie reizvoll sein, auch hierher zu fahren. Gregor, sei mir gestattet, an der Stelle nochmal mit Wolfgang ein paar Worte zu verlieren. Du hast vorhin darüber gesprochen, was du eigentlich mit Kultur, mit Treptow-Köpenick verbindest. Du hast vom Schloss gesprochen, du hast von Jazz gesprochen. Was würdest du dir eigentlich... Es gibt ja noch viel mehr, ist ja wahnsinnig ungerecht eigentlich, aber ich sage jetzt mal, das ist so mein Fokus die irgendwo. Die Atelierhäuser, die wir zahlreich haben, darf man auch nicht unterschätzen. Die Künstler, ja. Die sich niederlassen, genau. Also das ist jetzt wirklich ganz wenig nur. Wenn du einen Wunsch äußern könntest, wenn du sagst, also du kannst jetzt frei wählen, Wunsch... Was du bist eine Fee. Ja, was würdest du dir wünschen... Aus deiner Sicht, was könnte sich in Treptow-Köpenick noch etablieren? Was für Kultur könnte sich hier noch etablieren? Festivals, was weiß ich? Da gibt es wahnsinnig viel. Lass mich eins nehmen. Wir haben vor einem Jahr, ich glaube, es ist fast ein Jahr her oder sowas, hier auf diesem wunderschönen Innenhof im Schloss eine sehr schöne Veranstaltung. Das war viel mehr als eine Veranstaltung, sondern das war ein wunderbarer Nachmittag mit 500 Zuschauern. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen, der heute hier ist, mit dabei war. Das hast du wunderbar organisiert, das hat Köpenick wunderbar organisiert, da war der Bürgermeister mit dabei. Und es gab einen sehr schönen Nachmittag mit Justus Franz, der, finde ich, also gelungen war. So etwas könnte ich mir vorstellen, dass man sowas öfter macht, dass man diese... Heute sagt man Locations dazu, Hotspots, wie auch immer, nutzt dafür, die sowieso da sind, dass man sie mit Leben anfüllt. Und ich glaube, wichtig ist bei Veranstaltungen, da wird mir jeder recht geben, Regelmäßigkeit. Also, dass sich Zuschauer, dass sich Publikum auf etwas einstimmen kann, auf etwas verlassen kann. Das heißt nicht, dass man immer dasselbe machen muss, aber dass man regelmäßig ist, dass man verlässlich ist. Das ist was Interessantes, was du gerade ansprichst, gerade mit Justus Franz. Es wurde im Vorfeld ja viel darüber diskutiert. Ist es möglich, also so eine Hochkultur hierher zu holen? Gibt es dafür ein Publikum? Gibt es dafür Interesse? Du hast es selber gerade angesprochen. Manchmal immer noch eine gewisse Schwelle zwischen Ost-Berlin und West-Berlin. Bewegt sich der West-Berliner denn überhaupt in einen Bezirk wie Treptow-Köpenick? Wir haben bei Justus Franz... Ich glaube, es waren sogar West-Berliner da. Knapp über 30%. Na, bei der Jugend ist das alles gar kein Problem. Bei uns Alten ist das ein bisschen schwieriger. Und das ist eigentlich auch gut. Die Jugend, die kennt das ja gar nicht mehr. Die geht ganz anders damit um. Und wir müssen in Berlin als Ganzes begreifen. Deshalb geht es auch nicht, dass eine bestimmte Förderung nur dorthin geht und nicht dorthin geht. Und er hat ja zu Recht auf das Schloss hingewiesen, auch das Rathaus. Wir haben ein wunderschönes Rathaus. Es gibt nur noch 3 funktionierende Ratskeller in Berlin. Einer davon ist in Treptow-Köpenick. Und das ist doch gut so, kann ich nur sagen. Und ist es so, dass in diesem Jahr zumindest schon mal der erste Schritt auch getan ist, dass Jazz wieder etwas stärker gefördert wird. Wir haben im Ratskeller seit vielen Jahren, dass es weitergeführt wird, aber dass mittlerweile auch die Hochkultur im Jazz wieder zu uns findet. Wir haben am 7. und 8. Juli mit Günter Fischer und Klaus Doldinger zumindest mal wieder große Künstler, die zu uns kommen. Vielleicht ist es ein erster Ansatz, ein erster Schritt, dass man auch dort wieder eine Bewegung reinbringt, weil du hast es ja selber schon gesagt, viele verbinden heute immer noch Treptow-Köpenick, insbesondere Köpenick, eben halt auch mit dem Thema Jazz und auch andersrum. Ja, auf jeden Fall. Man kann auch neue Themen schaffen wieder. Also das muss ja nicht sein, dass man daran ewig jetzt klebt. Aber es ist eine erfolgreiche Ära eigentlich gewesen. Es gab keinen Grund zu sagen, wir machen das nicht mehr. Ich würde gerne doch mal das Thema aufgreifen. Alf, bevor ich zu dir komme, nochmal. Du hattest davon gesprochen, Veranstaltungen, also mehr wieder zu vitalisieren, so ein bisschen in Veranstaltungen zu investieren. Ich kann mich erinnern,
dass du auch mal gesagt hattest in einem Gespräch, dass auch die Förderung von Nachwuchs, also Zusammenarbeit mit Kindern, es gibt einen Dr. Bugalla in Berlin, der sich sehr, sehr bemüht darum, dort auch etwas mehr zu investieren, vielleicht die bekannten, etablierten Künstler auch mit dem jungen Nachwuchs mal zusammenzuführen. Ich finde das toll und wir haben das ja schon mal angedacht, das ist ja nicht so das erste Mal, dass wir heute darüber reden. Wir haben diesen Dr. Martin Bugalla aufgetan. Das ist jemand, der in Dahlem arbeitet und junge Musiker ausbildet, ein sehr bekannter Mann, ein sehr hochdekorierter Musiker, ein toller Mensch. Ich habe ihn kennengelernt bei einer Veranstaltung auf dem Rollfeld in Tempelhof und war begeistert von seinen Musikern, von seinen jungen Musikern und das ist so gestaffelt, also es geht so Altersgruppen, geht so bei 8 bis 12, dann geht es so ein bisschen weiter, hochwärts. Und die haben so tolle Literatur gespielt. Also da hat ein junger Mensch Ella Fitzgerald gesungen oder ich weiß nicht, also wirklich Literatur, Musikliteratur. Und ich war begeistert von denen. Und das ist auch eine Möglichkeit, dass man eben dass man mit jungen Musikern arbeitet, die auch bezahlbar sind. Also das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man etwas macht, was sich wirtschaftlich trägt. Und ich finde, auch Sponsoring ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Das muss doch gehen. Das geht in jedem Falle und wir haben es gesehen an diesem Beispiel, dass auch Unternehmen ja bereit sind, auch solch ein Engagement auch zu unterstützen. Das heißt also nicht nur von seitens der Politik, sondern natürlich hat auch die Wirtschaft ein berechtigtes Interesse sogar, sich mit daran zu engagieren. Jetzt haben wir gerade über Kinder gesprochen und selber Familienvater. Alf ist selber, wie gesagt, Familienvater. An der Stelle die Frage, könntest du dir denn vorstellen, als etablierter Künstler auch mit jungen Nachwuchs mal zusammen ein Projekt zu starten, einfach mal so einen Versuch zu starten? Du, na klar, also das haben wir ja auch schon gemacht. Also das ergibt sich einfach so, wenn wir unterwegs sind, da gibt es junge Künstler, mit denen wir irgendwas machen wollen, dann macht man das. Also da gucken wir auch nicht aufs Alter. Du meinst jetzt direkt Förderung junger Talente. Zum Beispiel. So, dass ich meinem Sohn einen Proberaum finanziere oder sowas. <Zum Beispiel. lacht> Nee, also ich wollte noch sagen, ich sehe das Ganze ja mehr so aus dem Blickwinkel von diesem ganzen so anarcho-kulturmäßig, wo wir drin stecken. Und ich habe natürlich keine Ahnung über diese ganze Kulturpolitik, wie die Gelder kommen oder was man sagen soll. Da ich ja selber Kulturschaffender bin, würde ich ja so rüberkommen, als würde ich sagen, gebt mir Geld. So, ne? Also glücklicherweise bei Knorkator läuft das relativ von alleine inzwischen. Ne? Aber und ich bin außerdem zum Beispiel in so einem Kunstverein hier in Köpenick, der Kuckuckverein, die hier auch immer diese Veranstaltungen machen, hier Musik im Park, sehr coole Sache, und dann diesen Knast da zu so einer Begegnungsstätte gemacht haben. Das ist sozusagen mein Beitrag in diese eigentliche Kultur, von dem du ja zum Beispiel sprichst. Ne? Und das ist tatsächlich nochmal, das ist auch wirklich mal zu erwähnen, also dieses Projekt beispielsweise Musik im Park, das ist einzigartig in Berlin. Das also einmal die Woche, ich glaube ab nächste Woche geht es wieder los, jeden Mittwochabend bei uns in Köpenick, jeden Mittwochabend dort frei Künstler zu erleben sind und da kann ich hinkommen und dann kann ich eben halt Kultur, Kunst eben halt frei erleben, ohne Eintritt, frei, einfach für jeden zugänglich. Es gibt natürlich eine Kunst und Kultur, wie du sie machst, die sich rechnet oder die sich auch rechnen muss. Aber die Oper rechnet sich nie. Also selbst Verdi war Intendant einer Oper und auch die hat sich nicht gerechnet. Sonst musst du Preise nehmen, die sind so abenteuerlich, das geht eben nicht. Und was mich wirklich stört, das ist eine zentrale gesellschaftspolitische Frage, ist, wie stellen wir Chancengleichheit bei der Bildung her und Chancengleichheit beim Zugang zu Kunst und Kultur? Alf, ich hatte es eben schon gesagt, du bist Familienvater, zwei Kinder hast du. Wenn man das alles so hört, die Schwierigkeiten, die teilweise auch in der Kulturförderung existieren, wär's dir lieb, dass deine Kinder Künstler werden? Also bei meinem Sohn wird sich das nicht mehr verhindern lassen. Den habe ich einen Namen gegeben, dass er außerhalb der Kunst schon überhaupt nicht mehr durchkommt. Wie heißt er denn? Der heißt Tim Tom, also mit Nachnamen Thomas, also Tim Tom Thomas. Aber Tom Tom ist doch so ein Navigationsgerät, das geht doch. Ja, aber so heißt er nicht. Und der ist schon voll dabei, der macht so seine Band, hat sogar zwei Bands und da kriege ich das natürlich so ein bisschen mit, wie das so ist, wenn man einen Proberaum braucht, wo man da hin muss. Der ist bis vor kurzem nach Lichtenberg gedudelt mit seiner Band, jetzt hat er in Köpenick wieder was. Bei meiner Tochter, die ist noch ein bisschen jung, die lasse ich noch selber entscheiden, weißt du? Ich freue mich, dass ihr da wart. Wir haben sicherlich nur Anregungen heute mal geben können und es ist ein Ansatz, es ist ein erster Start, dass man Achtungszeichen gibt auch für unseren Bezirk.
Wir haben gehört, dass es viele Potenziale gibt in unserem Bezirk. Es ist eigentlich alles offen. Wir erleben, dass mittlerweile internationale Künstler zu uns kommen. Brian Adams, letztens Depeche Mode in der Leperstraße und. Also die Liste ist lang. Es ist eigentlich alles möglich. Wir haben scheinbar eine willige Politik, die dahinter steht, die also etwas auch bewegen möchte an dieser Stelle. Wir haben willige Künstler, wir haben willige Schaffende bei uns in der Region. Es ist also eigentlich alles möglich. Wir haben die besten Voraussetzungen dafür geschaffen für Treptow-Köpenick. Und einer dieser Künstler ist also unter uns und deswegen freut es mich sehr. Es ist sozusagen eine Premiere am heutigen Abend für uns, liebe Zuschauer, auch für Sie. Es ist viele Jahre her und da hat er einen Hit rausgeschmettert. Das war sozusagen der Hit eigentlich seines Lebens. Da kam also die Erna. Die Erna kam um die Ecke und damals war das eigentlich so ein Hit, wo du von Anfang an irgendwie gefühlt hast, also da brennt irgendwas in so einem Lied. Und jetzt ist es nach vielen, vielen Jahren wieder soweit. Es gab also, Wolfgang, das musst du gestehen lassen. Nach vielen Jahren ist es also kurz jetzt, vor seinem Tode, meine Damen und Herren, also das ist so ergreifend. Das müssen du Sie musst sich sagen, mal nach kurzer Zeit nach ist es wieder soweit. Nach ja, du bist ein super charmanter Kerl. Es ist also heute wirklich das erste Mal, dass wir diesen Song präsentieren. Aus meiner Sicht passt er ideal zu einem wunderschönen Wetter, so wie wir es heute haben. Es hat einen wunderschönen Sommersong. Lassen Sie sich davon überraschen. Nach seinem Gefühl könnte es anknüpfen an die Erfolge von früheren. Mein Gefühl ist es genauso. Vielleicht ist es auch Ihr Gefühl nach dem heutigen Abend. Nehmen Sie diesen Song mit in den Abend. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und bleiben Sie uns verbunden hier in Treptow-Köpenick. Danke, dass Sie da waren, Wolfgang. Und jetzt ist es dein Part. Herzlich. Wir können auch ein bisschen so im Rhythmus mitmachen. Das ist für mich auch leichter. Sonne kitzelt mich auf meiner Nase und ich regle mich und dreh mich wieder um. Doch irgendetwas stört die Aufwachphase. Dieses Klingeln wird mir nach und nach zu dumm. Reißt mich fort aus meinen Träumen von Bikinis, weißem Strand und blauem Meer. Und beim Chillen unter Zitrusbäumen nervt mich das Geräusch doch wirklich sehr. Ringet